Wir haben es geschafft. Wir haben Mad Monsters Mansion abgeschlossen und ich habe mal nachgeschaut, wir sind fast fertig mit dem Spiel. Wir haben nur noch zwei ganze Welten vor uns. Und dann, das war's dann. Dann sind wir durch mit Banjo und Kazooie. Wenn ich ehrlich bin, das stimmt mich schon ein bisschen traurig. Weil das ist so ein wunderschönes Spiel, ne? Ich könnte das ewig zocken. Und dann ist es schon wieder bald vorbei. Das stimmt mich schon ein bisschen traurig. Also, da muss ich echt sagen, finde ich schade. Sehr, sehr schade. Dass es dann schon bald vorbei sein wird. Aber, naja. Es ist unvermeidbar. Wir können es nicht verhindern. Es wird enden müssen. Aber anstatt das große Trübsal zu blasen, würde ich einfach sagen, genießen wir einfach noch die Restzeit. Und es beginnt natürlich wieder... Au! Du Gottverdammter! Komm her! Stimmt ja, die können ja nicht sterben. Nervig as fuck. Aber da würde ich jetzt einfach mal sagen, in dem Part begeben wir uns jetzt quasi mal auf die Suche nach der nächsten Welt. Weil... Die siebte, habe ich keinen Plan, wo die ist. Wir haben, glaube ich, noch nicht mal die Eröffnung oder so gefunden, wo wir da rein können. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir laufen jetzt mal so rum und suchen das Ding. Also schwer kann das ja nicht versteckt sein, ne? Also so schwer kann das nicht sein. Es muss irgendwo hier sein. Und, holla. Was haben wir denn da oben? Das sieht mir doch gut aus. Alles klar. Dann tauchen wir mal hier runter und schauen uns hier noch um. Vielleicht nehme ich noch ein paar Federn mit, weil wie viel haben wir denn aktuell? Ja, komm. Nehmen wir noch eine Ehrenrunde nebenbei. Chuck, Chuck. So, die Federn reichen wieder. Damit wir wenigstens einen kleinen Federvorrat haben, weil sonst können wir nämlich nicht fliegen. Und dann endet es wieder wie in manch anderen Welten, wo wir dann einfach nichts mehr übrig hatten und nicht mehr weitergekommen sind. Oder fast nicht mehr weitergekommen sind. Und ich gehe lieber nochmal runter, weil... Okay, das checke ich jetzt echt nicht. Und, Hilfe. Geh weg. Nein. Böse. Böser Fisch. Böser Fisch. Böser Fisch. Ich mach sowas von aus dir, Fischstäbchen. Das glaubst du mir aber. Wenn du mir in den Arsch beißt. Aber okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal dort entlang. Schauen uns dort um. Weil da waren wir ja schon letztes Mal, als wir uns dann die Mad Monsters Mansion freigeschaltet haben. Aber ich will mal kurz noch schauen, ob da vielleicht auch noch ein Weg war. Weil da bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Deswegen, probieren geht über studieren und ich sehe eigentlich nichts. Na toll, obwohl, da kann ich hin. Dann würde ich sagen, probieren wir das mal aus. Aber, um da hochzukommen, werde ich jetzt erstmal das wieder lösen müssen, bis ich dann dort oben bin. Und dann muss ich dann diesen anderen Sprung noch schaffen. Würde ich sagen, das schneide ich euch einfach raus, weil sonst werden wir jetzt hier ewig sitzen. Und ihr habt unnötige Langeweile. Also würde ich sagen... Bis gleich. Und am Ende. Was für ein fucking Mammutschädel. Ach, come on. Hat es vielleicht nicht so lange gedauert, dass ich mich darüber aufregen müsste, aber... Es ist halt scheiße. Da hat man einmal Hoffnung. Einmal. Und dann kriegst du einfach nur einen Arschtritt und kriegst den Mittelfinger gezeigt. Mann, Rare. Müsst ihr das eigentlich jedes gottverdammte Mal abziehen, wenn ihr sowas macht? Ohne Witz. Kein Bock mehr drauf. Kein Bock mehr drauf. Aber naja, dafür haben sie damals sehr, sehr gute Spiele gemacht. Ich habe von den neueren Rare-Spielen eigentlich noch gar keins gezockt. Also, ich wüsste jetzt keins, was jetzt das neue Rare-Entwicklerstudio gemacht hat, was ich jetzt wirklich bewusst gezockt habe und es mir auch wirklich gefallen hat. Weil da gibt es meines Erachtens nichts. Und oh Gott, na. Nein! Jetzt hat er mir doch in den Arsch gebissen. Gottverdammter Mutterficker, wenn ich wiederkomme und irgendwann unter Wasser dich angreifen kann, dann mache ich aus dem Verstäbchen. Haben wir uns verstanden? Ich hoffe es mal. Gottverdammtes Drecksvieh. Aber okay, das bringt mir jetzt aber auch nichts, ne? Weil ich muss ja irgendwie dort hoch. Oder muss ich von weiter oben? Aber noch weiter hoch kann ich doch gar nicht, oder? Oder? Ich kann ja mal schauen, aber meistens nach weiter oben ja gar nichts mehr, ne? Weil wir müssen irgendwie noch weiter hochkommen. Noch weiter als ohnehin schon. Das ist nur ein Teleportkesselchen. Wenn ich mich hier mal umschaue, haben wir da haben wir die Fee. Und ich sehe nichts. Huh. Okay, jetzt bin ich leicht verwirrt.
Was mich aber auch wundert, ist, wie ich an dieses gottverdammte Puzzleteil da drin rankomme, weil das haben wir letztens freigeschaltet. Aber ich komme nicht ran. Ich komme nicht ran! Wir haben das ja damals schon mit der, als wir geflogen sind, ausprobiert, dagegen zu knallen, aber wir haben uns nur selber geschadet. Oh Mann, warum muss alles so kompliziert sein? Meine Güte. Also muss ich echt schauen, wie ich da hochkomme, ne? Also jetzt muss ich da jetzt echt mal gucken. Weil da geht es in Richtung des Madmonsters Mansion. Und sonst gibt es ja eigentlich keinen Höhleneingang, ne? Wenn ich mich so in Wasser umschaue. Nö. Und hoch komme ich ja auch nicht. Ich kann ja nicht fliegen gerade, weil ich keine Flugplatte habe. Hä? What the fuck? Das verwirrt mich gerade. Das verwirrt mich gerade sehr. Ich werde mir ganz bitter rächen und wie Stäbchen euch zerbrechen. Ach, halt die Schnauze, Grundtäter. Sogar die lachen es schon aus und das heißt was, okay? Das heißt wirklich was. Aber jetzt geht es halt wirklich nur an die Sucherei. Weil alles rausschneiden will ich jetzt nicht, weil dann ist der Part irgendwie 0,0 Sinn inhaltslos und hat eigentlich gar nichts gebracht an Inhalt. Aber so ist es eigentlich nicht so besonders. Irgendwie muss ich doch da hochkommen. Das kann doch nicht sein. Ein Teleportkessel? Ja, toll. Da. Aha. Und da ist ein Loch. Loch! Wait a moment. Stahlrohre? Das erinnert mich an was. Wartet mal, Leute. Ich schaue das mir mal kurz an. Und wir sehen uns dann, wenn ich entweder was gefunden habe, den richtigen Weg, oder wenn ich diese Vermutung, die ich gerade habe, sich bestätigt. Also, bis gleich. Okay. Meine Vermutung war erstmal, dass ich wieder zur Clangers Cavern gehe. Aber dann ist mir wieder eingefallen, wartet mal. Wir hatten noch dieses eine Loch hier, ne? Und mit dem Kürbis konnten wir durch jede kleinste Lücke schlüpfen. Egal wie groß sie war, wir haben durchgepasst, was weiß ich, was hätten wir, was weiß ich, wie viel Gleitgel wegen einer Nachtparty oder so drauf gehabt. Und da müssen wir doch auch in der Theorie durch dieses kleine Loch passen, oder? Weil, jetzt schau mich mal an, ich bin nicht gerade groß, ne? Und das sehen wir jetzt und wir passen durch. Ja! Okay, was ist jetzt da hinten versteckt? Was? Was? Euer Ende ist klar zu sehen. Ich klar sehe. Ihr seid Würmer. Ich bin, was weiß ich, Krähe oder so. Ich bin Cheater, das magische Zauberbuch. Ich weiß ja kein Titel, aber ich kann euch ein paar tolle Cheats verraten. Schweig, du verlaustes Buch. Sonst trifft dich mein böser Fluch. Die Hexe hat die Schnauze gefälligst und das Buch verschlammt. Ihr habt mich gefunden, das ist eure Chance. Die werden wir nutzen. Rückt mit den Cheats raus, Zauberbüchlein. Ein Zauber will ich verraten. Gebt auf dem Boden der Sandburg an der Treasure Trove Cove den Code Red Feeders. Red Feeders ein. Okay, Meister Tito. In der Container 6 sind noch andere Bücher versteckt. Findet sie. Okay, aber das bringt mir jetzt immer noch nichts. Klar, es ist cool, dass wir jetzt Chicho gefunden haben, das Zauberbuch, aber es bringt mir nichts. Es bringt mir halt mal sowas und überhaupt nichts. Ich habe jetzt immer noch keine Ahnung, wo die Welt ist. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Und hier ist wirklich nichts mehr? Nö. Ach, come on, ernsthaft. Da hat man einmal, gottverdammte Scheiße, Hoffnung, dass man jetzt irgendwas findet. Und was kriegt man gegen die Fresse geklatscht? Ein Buch. Ach, ich fühle mich echt wie in der Schule, ey. Meine Güte. Kaum freut man sich, dass der Lehrer weg ist, kommt ein anderer Lehrer rein und sagt Bücher aufschlagen. Da lässt sich ja auch einfach nur so, fuck my life. Aber, okay. Ich suche da mal weiter und verwandle mich zurück. Also, bis gleich. Das kann nicht sein. Irgendwo. Muss doch. Was versteckt sein. Das gibt's doch nicht. What the fucking hell? Irgendwo muss doch irgendwie was versteckt sein. Damit wir weiterkommen. Weil ich finde nichts. PDF!
das ergibt für mich halt einfach gerade wirklich überhaupt keinen Sinn. Nicht mal ansatzweise. Ich bin gerade dezent verwirrt, Leute. Und zwar wirklich dezent. Und, oh Gott, das Ding wird ja immer schneller, Hilfe. Schnell weg. Was, warte, was ist das? Wartet. Ego-Perspektive. Danke. Da hinten ist ein Haus. Was? Da kann ich mir den Kürbis rein. What the? Muss ich das als Banjo aufbrechen? Muss ich das als Banjo auf... Wartet mal. Leute, ich bin gleich wieder da. Ich glaube, wir haben endlich mal einen Ansatz gefunden. Bis gleich. Okay. Bin wieder als Banjo unterwegs. Und das will ich jetzt überprüfen. Kann ich das Tor aufbrechen? Let's do this. Ja! Alles klar. Und man sieht schon da unten, das Loch ist ziemlich klein. Da passt Banjo nie und nimmer durch. Obwohl, wir können es mal probieren. Aber ich bezweifle es, dass das möglich ist. Na? Kommen wir durch? Nein, wir kommen nicht durch. Was denn auch sonst? Aber okay, da verwandle ich mich zum zigtausendsten Mal heute in einen Kürbis. Und wir sehen uns dann, wenn ich wieder da bin als Kürbis und endlich in dieses Gottverdammte Haus ankomme. Bis gleich. Bin da. Okay. Nach langer, ewiger Sucherei, wenn uns gerade dieser Grabstein verfolgt, haben wir endlich einen Anhaltspunkt gefunden. Neben diesem kopfverdammten Cheeto. Ich kann es aber nicht fassen, dass es aber nur ein Cheeto war, meine Fresse. Aber okay. Okay, okay, okay. Wir können da rein und... Mumbo? What the... Alles klar. Aber okay. Schnell auf Mumbo-Schalter. Bitte, Sappi, du kannst mich zurückverwandeln. Bitte. Ja! Oh mein Gott! Jesus Christ! Yes! Nice! Und du, du Fotzen-Ding, komm her! Nein! Komm her! Nein! Ich hab was gar nicht wieder mehr! Jetzt komm her, Mann! Yes! Geht doch! Down! Aber okay, was soll ich jetzt machen? Judy weint, das arme Kind! Ihr Bruder läuft herum wie blind! Ach, halt die Schnauze! Obwohl, sie hat recht. Aber trotzdem, halt die Schnauze! Aber hä? Wie mache ich das Ding jetzt auf? Kann ich da Stampfattacke? Ah! Und, was hast du schon? Was? Tätigen? Und das passiert was? Ah! Jetzt können wir da hoch! Yes! Nice. Und nein. 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 Ich muss jetzt ernsthaft nochmal als Mensch, um mich zurückzuwandeln. Alter. Die Welt war an sich geil, ne? Aber das hier ist gerade dezent nervig. Gott. Okay. Kürbis machen Mumbo Hunger. Ich mache Kochtopf fertig. Nein, danke. Ich möchte lieber hier noch lebend raus. Aber ich würde sagen, ich schneide euch wie immer zum zigtausendsten Mal heute den Weg, dass wir dann dorthin kommen. Also ich schneide euch den Weg, wenn ich dann an dieser Stelle bin, weil ihr kennt den Weg, bin ich jetzt schon mehrmals abgelaufen. Dann würde ich sagen, bis gleich, meine Fresse und Grabstein, verpiss dich! Danke. Oh mein Gott, wir sind da! Wir können endlich da hoch. Oh mein Gott, dass ich den Tag noch erleben darf, ohne Witz. Ja! Endlich! Okay, jetzt müssen wir nur noch irgendwie irgendwo rein. Und du verzieh dich. Und ich glaube, ich sehe schon das... Was? Alter, ich hab die doch attackiert? Voller Beschiss. Alles klar. Ich werde angegriffen und krieg den Schaden, wenn ich ihn attackiere. Alles klar, und... Was macht die? Was? Ne, eine Kiste? What the fuck? Okay.
Müssen wir jetzt immer weiter in den Wasserspiegel ansteigen lassen? Anscheinend. Oha. Und Goldfederchen. Und da hätten wir einen Topf. Und den will ich gerne aktivieren. Damit wir wieder eine neue Abkürzung haben. Und den kennen wir doch. Der ist doch in diesen einen Graben. Ja, genau. Oh mein Gott, eine Abkürzung. Aber wenn ich mal so überlege, die habe ich nie genutzt. Jetzt vorher vorhin eigentlich auch nicht, ne? Das wäre, glaube ich, sogar eine ganz gute Idee gewesen. Hätte ich mir viel Lauferei und Aufnahmezelt erspart eigentlich. Tu mir mal so einfach, als hätte ich sie benutzt und und ja. Oh Gott. Ich bin so dumm. Aber okay. Schauen wir uns jetzt erstmal hier um, was es hier so versteckt gibt. Und ich hoffe, dass ich richtig bin, weil sonst kriege ich einen Kollaps. Und dann habe ich langsam aber sicher die Schnauze voll von diesem Scheiß hier. Und natürlich ist der Weg falsch. Was denn auch sonst? 50-50 Chance und ich treffe ja genau die Chance, wo es nicht gut ist. Meine Güte. Kennst du Banjo? Ego-Perspektive? Banjo? Nein? Okay. Machen wir jetzt so rum. Alles klar. Aber es sieht verdammt gut aus, Leute. Es sieht so gut aus. Und ja! Oh mein Gott. Wir haben es gefunden. Rusty Bucket Ray. Bay. Rusty Bucket Bay. Yes! Rusty Bucket Bay. Oh mein Gott. Aber okay. An der Stelle würde ich einfach mal sagen, beende ich wirklich den Part, nachdem vielen herumgeirre. Und jetzt die Welt noch reinzufetschen, wäre nicht so gut, dann wäre der Part wirklich überbeladen. Also lasst einen Like-Kommentar, wenn euch der Part gefallen hat, ein Abo, um nichts zu verpassen. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Banjo-Kazooie, wenn wir endlich in die neue Welt gehen können, nachdem wir hier eine Weile herumgeirrt sind. Aber ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Also, bis dann und ciao.